Im Kapitel 8.3.2 Entwicklungsplanung sind diverse Unterpunkte genannt, die Sie berücksichtigen müssen im Rahmen Ihres Entwicklungsprozesses. Bei der Bestimmung der Phasen und Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung muss die Organisation Folgendes berücksichtigen. In Unterpunkt A die Art, die Dauer und den Umfang der Entwicklungstätigkeiten. Das heißt, wenn Sie eine Entwicklung planen, einen gewissen Entwicklungsprozess anstoßen, ein Entwicklungsprojekt besitzen, dann sollten Sie sich im Klaren darüber sein, was für eine Art von Entwicklungsprojekt oder Entwicklungsauftrag Sie hier haben. Ob es beispielsweise eine Initialentwicklung ist oder eine Serienentwicklung oder ähnliche Dinge. Über die Dauer muss eigentlich auch Klarheit herrschen, dauert das Ganze 2 Jahre, 5 Jahre oder vielleicht nur 6 Monate. Ne? Und der Umfang muss klar sein, der Entwicklungstätigkeiten. Das heißt, was ist zu tun? In der Regel hat man einen Projektplan, einen Projektstrukturplan, der nochmal ausweist, was für Tätigkeiten durchzuführen sind, um eine Entwicklung bis ans Ende zu tragen. Im Unterpunkt B geht es darum, die erforderlichen Prozessphasen einschließlich zutreffender Überprüfung der Entwicklung sicherzustellen und zu berücksichtigen als Organisation. Das heißt, wenn Sie einen Projektstrukturplan haben zum Beispiel, dann wird im Rahmen dieses Projektstrukturplans auch eine gewisse Phasenbetrachtung durchgeführt sein. Und es ist ja auch sinnvoll, immer wieder drauf zu gucken, in was für einem Stand ein Entwicklungsprojekt ist. Dazu gibt es in der Regel auch sinnvollerweise Meetings beispielsweise, in dessen Rahmen Entwicklungsprojekte vorgestellt werden und der Stand nochmal abgefragt wird. Und dieses Protokoll oder dieses Meeting und der Nachweis dieses Meetings kann im Prinzip die Erfüllung dieser Anforderung auch sein. Im weiteren Unterpunkt C sind die erforderlichen Tätigkeiten zur Entwicklungsverifizierung und Entwicklungsvalidierung zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass Entwicklungstätigkeiten nicht einfach nur so stattfinden, sondern letztendlich durch die Tatsache oder aus der Tatsache heraus, dass eine Entwicklung etwas Neues schafft, muss natürlich auch entsprechend verifiziert werden und validiert werden, ob eine Entwicklung auch in gewünschtem Maße auch umgesetzt wird. Das heißt, im Klartext, dass wenn Sie beispielsweise ein neues Produkt haben, einen neuen Konstruktionskörper beispielsweise, den Sie in einer verbesserten Form für einen Kunden entwickeln, dann muss natürlich sichergestellt werden, dass dieser entsprechend Ihrer Spezifikation hergestellt wird und dass dieser auch vielleicht funktioniert. Ja? Und das ist damit gemeint, dass letztendlich auch diese Dinge im Rahmen der Entwicklungsplanung eine Berücksichtigung finden müssen. Das heißt, es muss geklärt sein, wann eine Verifizierung und eine Validierung zum Beispiel stattfindet und in welchem Ausmaß. Im nächsten Unterpunkt D muss berücksichtigt werden, dass die Verantwortlichkeiten und Befugnisse im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprozess geklärt sind. Das heißt, in der Regel gibt es einen Projektleiter, einen Entwicklungsprojektleiter und unzählige andere Teilnehmer, Projektteilnehmer beispielsweise, die mitwirken. Und wenn Sie solche Befugnisse und Verantwortlichkeiten geklärt haben im Rahmen Ihrer Entwicklungsprozesse, dann ist dieser Punkt auch für Sie abgewickelt. Im Unterpunkt E steht geschrieben, dass Folgendes auch berücksichtigt werden muss, und zwar die internen und externen Ressourcenbedarf, der interne und externe Ressourcenbedarf für die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Das bedeutet, dass letztendlich hinter diesem ganzen Entwicklungsprojekt auch eine gewisse Ressourcenplanung stattfinden muss. Beispielsweise wie viel Mannstunden Entwicklungsingenieursstunden beispielsweise hinter einem Projekt stecken können, welche Ressourcen zum Beispiel, wie viele Stunden an Raumkapazität beispielsweise dafür benötigt wird, in einem Testcenter oder in einem Forschungszentrum oder ähnliche Dinge müssen ebenso geklärt sein. Im nachfolgenden Punkt F heißt es, dass die Notwendigkeit, Schnittstellen zwischen Personen, die am Entwicklungsprozess beteiligt sind, zu steuern. Ja, das heißt, nichts anderes als das, was ich vorab schon erwähnt hatte, und zwar letztendlich, dass klar sein muss, wer im Prinzip hier als verantwortlicher Projektleiter, Entwicklungsprojektleiter beispielsweise bestimmt ist
und an welchen Schnittstellen er mit diversen Personen und anderen Funktionen zusammenarbeitet und dass prinzipiell generell die Möglichkeit besteht, diese Schnittstellen zu steuern und zu lenken. Das heißt, dass die einzelnen Teammitglieder nicht für sich alleine vor sich her werken, sondern dass entsprechend diese Schnittstellen dann gesteuert werden können müssen, ja, über den beispielsweise Projektleiter. Und des Weiteren die Notwendigkeit, Kunden und Anwender in Entwicklungsprozesse einzubinden, auch Berücksichtigung finden müssen. Im nächsten Unterpunkt G bedeutet, dass letztendlich, wenn Sie eine Entwicklung durchführen, im Rahmen der Planung auch entsprechend Kunden und Endanwender auch ihre Meinung dazu sagen dürfen sollten. Ja. Wenn das bei Ihnen im Entwicklungsprozess jetzt schon so ist, dann ist dieser Punkt auch entsprechend abgewickelt. Im nächsten Punkt H heißt es, dass auch Folgendes berücksichtigt werden muss, und zwar die Anforderungen an die anschließende Produktion und Dienstleistungserbringung. Das heißt, Sie dürfen und sollten im Optimalfall nichts entwickeln, was Sie dann überhaupt gar nicht produzieren können. Das ist das, was dieser Satz eigentlich aussagt. Im Optimalfall ist es so, dass Sie wirklich nur die Projekte entsprechend umsetzen wollen und entwickeln wollen, die tatsächlich dann auch in Ihre Produktion oder Dienstleistungserbringung einfließen können, der Sie dann arbeiten können. Im Punkt I der Norm steht geschrieben, die Steuerungsebene, die von Kunden und anderen relevant interessierten Parteien für den Entwicklungsprozess erwartet wird, soll ebenfalls eine Berücksichtigung finden. Das heißt, wenn Sie beispielsweise mit Kunden oder diversen anderen Parteien, interessierten Parteien im Rahmen eines Entwicklungsprojektes zusammenarbeiten, dann sollen auch diese entsprechenden Steuermöglichkeiten, Steuerungsebenen auch geklärt sein. Das heißt, inwiefern kann beispielsweise ein Kunde Einfluss auf die Entwicklung, auf ihr Entwicklungsprojekt nehmen. Auch diese Frage gilt es im Rahmen dieser Anforderungen zu klären. Im letzten Unterpunkt J heißt es, dass Sie Folgendes auch noch berücksichtigen müssen als Organisation, die benötigten dokumentierten Informationen, um zu bestätigen, dass die Anforderungen an die Entwicklung erfüllt wurden. Das bedeutet, alleine entwickeln und werken im stillen Kämmerlein, sage ich mal, reicht der Norm nicht, sondern sie sagt, okay, wir müssen auch letztendlich nachweisen im Rahmen von dokumentierten Informationen, dass auch diese Anforderungen dieser Neuentwicklung erfüllt worden sind. Das heißt beispielsweise, wenn Sie Produkte erstellen und diese dann verifizieren, validieren und durch Ihren Entwicklungsprozess durchführen müssen, dass Sie dieses auch protokollieren, ja, Messprotokolle oder ähnliche Dinge, die nachweisen, dass entsprechende Entwicklungsanforderungen auch erfüllt sind.